halt verschiedene Meinungen und so dort vertreten werden. Und hier könnt ihr auch mal nachschauen, zum Beispiel das gute Benehmen am Netz. Und eine neue Stunde NBC Giga und jetzt begrüßen wir unsere Jukebox Heroes of the Week, Blue. Schön, dass ihr alle da seid, alle. Eine Riesengruppe seid. Wann macht ihr eigentlich schon Musik zusammen? In dieser Formation seit 97, also Handmade Hip-Hop eben, ja. Seit 97. Vorher haben ein paar von uns schon zusammengespielt, das ist ein bisschen ausgetestet, wie wir uns verstehen. Und es hat ganz gut geklappt und deswegen machen wir es jetzt mehr. Habt ihr zusammengesammelt. Und Blue, woher kommt dieser Name? Blue, da gibt es so viele, das ist eine oft gestellte Frage und es gibt auch viele Deutungsmöglichkeiten. Also erstmal ist er im Karneval entstanden, Blue, und steht aber auch, also Blau ist einfach eine schöne Farbe und sie steht für unsere Offenheit, für jede Art von Musikstilen, die bei uns da reinkommt. Ja. Blau ist ja auch irgendwie so Ruhe und Beruhigung und sowas. Man kann sich da gleich alles beidenken. Jeder kann da seinen eigenen Ansatz zu finden. Ja, und ich habe mir so ein bisschen auch angeguckt, wie er das schreibt mit so einer Lautschrift. Hat das auch einen Grund, warum er das so grafisch so darstellt? Das sieht einfach besser aus, finde ich. Nee, es sieht auch vor allem anders aus. Und wir wollen auch ein bisschen anders sein und deswegen sieht es auch ein bisschen anders aus. Und eure Webseite ist ja auch ziemlich sehr, sehr komplett und viele Sachen sind hier. Ich habe zum Beispiel hier unter Picks gibt es verschiedene Sachen, zum Beispiel in Berlin. Wart ihr an Quasimodo? Was ist das? Quasimodo ist ein cooler Jazzclub in Berlin und wir haben da gespielt, wir haben so einen Wettbewerb gewonnen, heißt Treffen junge Musikszene, waren 5 Tage da und unter anderem haben wir auch Smudo getroffen und es war echt cool und es war, wurde auch hart gearbeitet, aber waren echt coole Tage auf jeden Fall. Zu der Homepage, die ist so schon ganz cool, aber da gibt es auch bald was Neues, da ist Niklas für zuständig hier. Ja, wir flashen jetzt gerade, also so in 2 Wochen oder so wird es dann eine neue Page geben mit schöneren Animationen und mit überhaupt mal Animationen und ein paar mehr Bildern, ein bisschen lockerer so. Bist du auch, hast du so, dir das so beigebracht, Grafikdesign, oder machst du das beruflich oder studierst du das? Nee, also ich würde das gerne beruflich machen, im Moment bin ich noch Zivi, aber ja, diese Page da, diese ganze HTML-Geschichte, das habe ich so zusammengewurschtelt. Und wie seid ihr eigentlich auf Virtual Volume gekommen? Kanntet ihr das vorher schon? Ja, wir kennen halt 2 Bands, die schon da waren. Hier waren. Und dann haben wir uns einfach mal angemeldet. Da kann man ja so eine Page machen. Der erste Schritt ist ja dann offen für alle. Und dann sind wir halt dafür ausgewählt worden für diesen Jukebox Hero Contest. Mhm. Schön, dass ihr alle da seid. Die Jukebox Heroes of the Week sind Blue. Und ihr könnt jetzt mit ihnen chatten im Stars Chat unter giga.de. Jukebox Heroes of the Week und sie präsentieren jetzt ihre Single Im Besitz des Sounds. Weil sie unsterblich ist, weil sie nicht verderblich ist und kein Verfallsdatum kennt. Und falls man ein Datum nennt, dann überschreitet es, weil es heute ist, wo es gilt abzuchecken, dass all den fetten Säcken am Specken mal ganz gut hätte. Und wenn ich Geld hätte, wäre es eine Wette wert, die Frage, ob ich nur mit dem Sound noch was zu sagen habe. Und mein Gefühl sagt ja, doch mein Verstand sagt nein. Allein mit dem Sound bist du doch ziemlich einsam. Go out and find some sounds you can eat if you die of hunger. But I'm younger than my brain and I'm younger than my language. When I count to 4, it's just more than this language goes from.
Bobby Soxers and Drugs the Romeos are driving on the beat to see how it flows. Bobby Soxers and Drugs the Romeos are driving on the beat to see how it flows. Und sie haben eine super Waffe aus dem Gedanken dabei. Geraten sie in eine Kontrolle, brechen Schranken in zwei. Ich bin zu den Polizisten, so sagen sie dir. Ah, Baby, der Sound ist mir. Musik ist der Weg, den du erhältst. Mach die Augen zu und sag dich selbst. Musik ist der Weg, den du erhältst. Mach die Augen zu und sag dich selbst. Musik ist der Weg, den du erhältst. Mach die Augen zu und sag dich selbst. Musik ist der Weg, Musik ist der Weg, yeah. Ich ärgerte mich, wenn ich auch nur eine Zeile vergaß. Ich beim Kuss von der Zunge einer Muse ablas. Hab Spaß, Glas, Glas, saß da, das Maß war das, ist das. Menschen kommen und gehen und sie können nicht verstehen, was sie sehen. Und aus der Grund, warum du gut gelaunt bist, der Sound ist, den du spürst und den Beat, den du fühlst. Egal, drück auf Repeat und das Lied repetiert. Es geschieht, was keiner sieht, was denn du realisierst, dass du es bist, der den Song schreibt. Out of influence, no matter what your own letter. Mach die Augen zu und sag dich selbst, wag es, sag es hier. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Musik ist der Weg, den du erhältst. Mach die Augen zu und sag dich selbst. Musik ist der Weg, den du erhältst. Mach die Augen zu und sag dich selbst. Musik ist der Weg, den du erhältst. Mach die Augen zu und sag dich selbst. Musik ist der Weg, Musik ist der Weg, ja. Am 13. Juli. Ihr habt's gewählt und ihr habt's heute nochmal hören dürfen im Besitz des Sounds von Blue. Vielen Dank, super cooler Song. Also wirklich, da muss man echt so mit grooven. Alex, jetzt neben mir, ihr habt den ja gerade schon beim Rappen gesehen. Und du hast was mitgebracht, zumindest zum Vorstellen. Kannst du mal ganz kurz mal zumindest zeigen? Zumindest zum Vorstellen ist das hier unsere CD. Das ist im Moment der neueste Stand. Die heißt Absender Blue. Und da sind verschiedene Lieder drauf, unter anderem das Lied, was ihr gerade gehört habt, im Besitz des Sounds. Halt es mal da, genau. Hier. Da sind 8 Stücke drauf. Kannst du mal so sagen, welches Stück dir besonders am Herz liegt, außer jetzt im Besitz des Sounds? Da ist das erste, heißt Zurück an den Absender. Mhm. Und das, so ist dann eben auch die CD nach genannt worden, nach dem Stück. Und es handelt eben davon, dass die beste Band nichts bringt, wenn da keine Fans sind, die sie irgendwie unterstützen. Und deswegen geht das zurück an den Absender, also an die Leute wieder. Deswegen. An auch an die Leute, die euch bei Virtual Volume gewählt haben. Natürlich auch an die von Virtual Volume. Und das ist euer T-Shirt. Vergebt ihr das irgendwie beim Konzert und dann müssen die schon gekauft werden? Also wenn jemand eine unglaubliche Fanleistung erbringt, dann kann er natürlich das T-Shirt umsonst kriegen. Aber sowas Tolles war bis jetzt noch nicht da. Da muss ich was ganz Besonderes einfallen lassen. Sonst kann das T-Shirt käuflich bei uns erwerben. Das ist kein Problem. Bluehome.de ist eure Website, habt ihr ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Und die wird ein bisschen erweitert in den nächsten paar Wochen. Also man kann auf jeden Fall... Ohne E, das ist nur ganz wichtig. Genau. Im Chat kam so ein
paar Fragen. Und Richter 2000 wollte wissen, wie geht ihr so gegen Nervosität vor, so vor Auftritten? Oder seid ihr gar nicht nervös? Das ist eine gute Frage. Also natürlich sind wir nervös und das ist ja auch bis zum gewissen Teil irgendwie schön. Also ich glaube, es gibt ein paar, die das auch genießen, so eine Nervosität. Die ist auch anregend irgendwie. Aber ich glaube, da hat jeder seine eigene Methode. Und manche rennen dann da wie wild im Raum rum und manche werden ordinär. Nein, also... Ist das so eine Gruppendynamik trotzdem, die auf jeden Fall kommt? Also auf jeden Fall. Gerade kurz vor dem Auftritt, kurz nach dem Auftritt merkt man das. Wenn man auf die Bühne geht und man sieht, dass da schon Leute sind, die schon die Band kennen und wissen und sich einfach auch freuen, was da kommt, dann ist das cool. Und das ist auch, warum wir mit der Band auch jetzt weiterkommen wollen, weil wir einfach merken, dass die Chemie stimmt. Also es ist cool. Vor wie vielen Leuten habt ihr gespielt? Also was war die größte Anzahl der Besucher? Das ist eine gute Frage. Also wir waren jetzt letztens auf Laneck Live, das ist bei Koblenz. Das ist so ein Festival, das ist ähnlich wie die Rheinkultur in Bonn und so. Und da sollten viele Leute hinkommen. Aber es war Regen, also da war es, keine Ahnung. Also ich schätze mal so 500, 600, ich weiß es nicht. Ist ja auch schon viel. Kylie wollte wissen, ob ihr ein Vorbild habt und wenn ja, wer? Also ich glaube, wir haben jetzt nicht so die einschlägigen Hip-Hop-Vorbilder, wo wir jetzt sagen, das finden wir total cool und das machen wir, wollen genauso werden wie der oder der, sondern wir nehmen uns jeder das eigenes raus. Also es ist auch so, dass die Leute vollkommen unterschiedliche Musiksachen hören und da hat jeder seine eigenen Vorbilder. Aber es gibt natürlich Sachen, die cool sind, also Fanta 4, unerreichbar. Und genau, eben, cool. Winston wollte wissen, welche Hip-Hop-Bands ihr als Hip-Hop, deutsche Hip-Hop-Pioniere seht. Sind die Fanta 4 da Nummer 1 oder sind da noch Fanta 4 sind natürlich auch die Pioniere, klar. Also ja, die haben als erstes mal so eine Sache gemacht und waren, ich glaube, es war auch schwierig, bis sie das erstmal so durchgezogen haben. Und jetzt sind sie auch dafür, dass die Trendsetter waren, noch auf der Welle erfolgreich. Sonst, klar. Entschuldigung, du hast gerade gesagt, ihr habt alle verschiedene Musikstile, die ihr gerne hört. Gibt es ein Musikstil, was ihr niemals in eure Musik reinnehmen würdet? Also ich glaube, Handmade Techno wäre jetzt nicht so okay, der Bringer irgendwie. Ich sag dazu gar nichts, aber ich sehe das eigentlich ähnlich. Du hast Musikstile auch schon ein bisschen erklärt, deswegen... Bremen wollte wissen, wer ist eurer Meinung nach die schönste Frau? Ich will jetzt gar keinen Namen hören, aber ich will wissen, ob ihr über solche Themen auch redet. Also ob ihr auch über andere Themen außer Musik redet. Aber sicher. Ja? Nee, es ist auch so, dass die Band ja nicht nur Musikerkollegen sind, die sich nur zum Proben treffen, sondern da muss auch viel anderes geredet werden und auch über andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel Frauen. Und wenn dann unsere Gastsängerinnen nicht dabei sind, dann kann man da auch mal ganz locker drüber reden, klar. Ach, kann man das nicht, wenn Frauen dabei sind? Das kann man auch, wenn Frauen dabei sind, bis zum gewissen Grad. Das werden wir alle männlichen... Also, meine Freunde sagen mir immer, man kann mit mir über alles reden, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen, gelogen. Ich danke dir ganz herzlich jetzt für jetzt. Ihr seid nämlich noch eine ganze halbe Stunde lang bei uns und ihr könnt mit Blue ein bisschen quatschen bei uns im Stars-Chat unter giga.de. Das ist dieser rote Stars-Bereich, also da mal draufklicken. Und wir gucken uns jetzt mal so zur Entspannung mal einen Clip an. Würde ich jetzt mal sagen, bist du auch mit einverstanden, okay, oder? Okay. Unter dem Link Musicbox hat sich jemand was gewünscht. Play Today muss ich nur kurz aufbauen und schon kann ich es vorlesen. Heute am Donnerstag um 16.30 Uhr heißt der Clip, ich lese hiervon ab, Lisa da Costa mit Banano Coco, so ein Cocktail-Song ist das, von Manuel für seinen Bruder Sebastian und er sagt einfach nur, das ist ein fetter Song. Ja, okay, dann hören wir jetzt Banano Coco und machen ein bisschen Sommerfeeling hier im Studio. Tun wir das. Okay. Banana Coco, Eco Coca-Cola, Banana Coco, Tequila, Banana Coco, Eco Coca-Cola. Schon werdet ihr dorthin navigiert. Und dort könnt ihr... Bevor Eddie und ich spielen werden, diese beiden, Tom, möchtest du zeigen? Diese beiden tollen Preise könnt ihr bei uns gewinnen auf dem Win-Button. Einmal Krog 2 und Shogun Total War. Von Shogun habe ich nur die Demo gespielt, war ziemlich klasse, ist bestimmt auch ein tolles Spiel. Nehme ich einfach mal an. Sollen wir? Sollen wir, auf jeden Fall. Wir snowboarden. Eddie ist links. Und ich werde rechts sein. Ich muss Start drücken, ja, ne? Nee, ich drück Start. Okay. Du erzählst mir ja eben, dass du Wirtschaftsinformatik studieren möchtest. Ja. Und dann fügtest du noch in einem Nebensatz dazu, ouch, in Köln. In Köln, ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich in Düsseldorf bin. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen dürfen.
Du hättest sagen müssen, du weißt noch nicht, ja, wo oder so. Ja, ich weiß noch nicht, wo. Ja, das ist genau das also mein Problem. Weil du bist aber nicht Fan vom FC Köln, oder? Nee, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Autsch! Ich bin überhaupt kein Fußballfan, also Fußball ist gar nicht so mein Ding. Nee, mit Köln, das ist halt so eine Sache, ich komme aus Sinzig, so, das ist eben am nächsten bei Köln. Und wenn ich mit der Band weitermachen will, dann bleibt mir nur Köln eigentlich, kann man sagen. Geht das nicht auch irgendwie in Bonn oder so? Nee, da gibt's das nicht. Ach, schade. Da könnte ich so Jura studieren, so, aber das ist mir dann doch etwas. Ach, mach doch Jura! Ja, ist schön. Nein, du bist ziemlich weit vorne, glaube ich, jetzt, oder? Nee, ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Ich bin eigentlich sehr talentierter. Aber so, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert, bist du auch jemand, der dann an der eigenen Website mitbastelt und mit rumprogrammiert? Oder ja, noch nicht? Nee, eben noch nicht. Also ich gehe da so ganz unbefangen dran. Ich bin nicht so der Wochenend-Hacker, der seine Woche. Aber du möchtest es werden, oder auch nicht? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja so, dass da mit, keine Ahnung, wo bin ich denn jetzt? Vielleicht gibt es das ja damit, so mit dem, die Freude, keine Ahnung. Ich fange mich jetzt erstmal an und guck mal, was auf mich zukommt. Im Endeffekt ist es ja auch viel Mathe und das kann ich ganz gut. Was hast du für eine Note gehabt im Abi? 14 Punkte. Also. Heieiei, holla die Waldfee. Für diejenigen, die es nicht umrechnen können, das ist eine glatte 1, ne? Ja, das konnte ich ganz gut so. Und deswegen hoffe ich, dass ich dann diese Wirtschaftsinformatik eigentlich auch so gebeamt kriege, dass mir genug Zeit für die Band bleibt. Weil das ist für mich so zurzeit das Wichtigste, kann man sagen. Also, und ansonsten machst du einfach Mathematik. Ist vielleicht ein bisschen trocken, aber. Ja, eben. Also, das wird, glaube ich, mir dann zu trocken. Also, ein bisschen Spaß soll das Ganze doch machen, weil die Woche über hängt man dann doch eben in Köln. Oh Gott. Und muss dann damit zurechtkommen. Und noch bist du Zivi? Ja, nee, seit einer Woche nicht mehr. Oh, und froh, dass es um ist oder hat es Spaß gemacht? Nee, war eine coole Erfahrung. Ich war in so einer Tagesförderstätte für Behinderte. Mhm. Und das war echt interessant, mit den Leuten zusammen zu arbeiten, zu fördern und so. Und man gewinnt die Leute auch super lieb, weil die so eine Lebensfreude haben. Das ist echt erstaunlich. Also wenn, sag ich mal, normale, in Anführungsstrichen, so eine Lebensfreude manchmal entwickeln können, wie die das tun, wäre es klasse, hätte man ein tolles Leben. Die sind wirklich, ja, da bin ich ja. Das ist wirklich eine tolle Sache, das eine mal mitzumachen. Ja. Dafür, dass du das erste Mal gespielt hast, war es nicht schlecht. Ja. Ich danke dir. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Kein Problem. Bei uns wird es weitergehen, nachher oder gleich, mit Firearms. Also bleibt dran. Unser ganzes Sofa ist gefüllt mit Jukebox Heroes. So viele Jukebox Heroes haben wir heute. Blue heißen sie. Und im Besitz des Sounds ist ihre Single, mit der sie gewonnen haben. Und ich habe irgendwie bei einem Sound gehört, also da gibt es so viele Stile, die sich so vereilen mit so einer Big Band, so ein bisschen jazzig, soulig, durch dich auf Anna oder Hip-Hop. Und wie kommt ihr zu eurem Sound? Woher kommt die Inspiration? Ja, ich denke, dass jeder eigentlich so die Musikstile hat, die er gerne mag. So Rap, Hip-Hop. Rock, Pop, Soul, Jazz, also versuchen, das auf einen Nenner zu bringen, aber halt trotzdem so den Stil zu behalten. So Hip-Hop halt mit Elementen aus Funk, Soul. Ja. Also Hip-Hop ist auf jeden Fall die Basis und dann kann da alles dazu, was gerade kommt irgendwie. Also wenn man sich diese CD irgendwann mal kaufen sollte, dann wird man auch merken, dass da noch ganz andere Sachen drauf sind, ja. Und, das Entscheidende an diesem Stil ist halt auch, dass dieser Stil, der entsteht halt nicht bei einer Person, sondern bei uns allen. Weil wir alle halt mit verschiedenen Einflüssen uns irgendwann zusammensetzen, der eine kommt mit der Idee und dann sagen wir, ja cool, die Idee ist cool, ich mach da das dazu, ich mach da das dazu und dann entsteht eigentlich unser eigener Stil dadurch. Ja. Und wie macht ihr das so, was weiß ich, wöchentlich so, ja, wir messen jetzt eine Jam-Session, was habt ihr für Ideen oder wie kommt das bei euch normalerweise vor? Also genial wäre es, wenn wir wirklich sagen könnten, immer Mittwoch 17 Uhr Blutprobe, aber das haut nie hin, vor allem bei so vielen Leuten. Ja. Und es ist immer, wird das wieder neu ausgemacht, mal proben wir gar nicht in der Woche, mal mehrmals vor dem Konzert oder so. Und das ist eigentlich auch, was es ausmacht, dieses Ungezwungene. Also es ist schon so, dass einer mal mit einer Grundidee hinkommt und sagt, ich würde gerne ein Lied über das oder das machen, weil ich jetzt den oder den auf der Straße getroffen habe und habe gesagt, hey, das fände ich irgendwie cool. Und aber so das, was dann in der Probe dabei rumkommt, da hat jeder irgendwie seine eigenen Prise dazugegeben eigentlich. Ja. Und wie war das bei Im Besitz des Sounds? Wer kam da mit der Idee? Also ich glaube, Im Besitz des Sounds war auch eine Idee vom L, meine ich. Und das ist ja schon ein relativ altes Lied.
Und über die Jahre haben wir das im Prinzip so weit entwickelt, wie es jetzt ist. Also es war im Prinzip nie so, wie es jetzt ist. Es gibt auch viele andere Versionen davon sozusagen. Langsame, schnellere, wer weiß. Ja. Und also so, wie es jetzt ist, hat man halt sehr lange für gebraucht. Das ist nicht sowas, das steht einmal, wir brauchen eine Woche dafür oder so, sondern es hat sich halt entwickelt, so wie es ist jetzt, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und du hast ja eben auch gesagt, ihr seid eine Riesengruppe. Wie ist das, wenn ihr so viele Ideen habt, um die zu vereinen? Gibt es da viel Zoff manchmal, so, wo die sagen, nee, so will ich das machen, so will ich das machen, was geht da ab? Also bei den Proben merkt man das schon, also erstmal alle Leute zu einem Termin, zu einem Hut zu bringen, ist schon nicht einfach. Und wenn wir dann mal alle da sind, nach einer halben Stunde später, als es dann angefangen hat oder so, dann wird erstmal ein bisschen gejammt und mal Lieder gespielt, die wir schon hatten, wo wir sicher sind, die wir noch verfeinern wollen. Und manchmal kann man sich natürlich auch in Diskussionen verlieren irgendwie. Also dass jeder unbedingt seinen Standpunkt da reinbringen will. Aber letzten Endes merkt man eigentlich doch, dass ein roter Faden gefunden wird am Ende, und das zeigt einfach, dass die Chemie stimmt bei uns. Ja. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass ihr euch so zusammengefunden habt. So einige Leute haben sich abgecheckt und ihr seid zusammengekommen. Ist es nicht ein größeres Risiko, wenn man mit so vielen Leuten zusammen eine Band macht, dass es irgendwie letztendlich, dass ihr euch irgendwie zur Hälfte teilt oder dann irgendwann das nicht mehr so klappen wird? Es ist sowohl Risiko als auch irgendwie Bereicherung. Ja. Also das ist alles in einen Satz gefasst. Weil natürlich, wir hatten schon Leute dabei, die jetzt wieder ausgestiegen sind und so. Man hat das gemerkt, weil man gemerkt hat, dass sie jetzt nicht wirklich dabei waren, wie wir es sind. Aber wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, dass wir alle die Musik irgendwie an den Punkt setzen, dass wir doch damit zusammenarbeiten können, mit uns. Und das ist das Entscheidende, würde ich sagen. Und Anna, als einziges Mädchen, wie gefällt dir? Wie ist das? Sind die Jungs immer nett zu dir? Naja. Kannst du da eigentlich auch immer deine Frau stehen? Ach ja, also ich muss im Großen und Ganzen sagen, die Jungs, die sind wirklich klasse. Die sind wirklich super. Klar muss man manchmal was einstecken, aber ich glaube, ich kann das auch ein bisschen zurückgeben, so. Aber nee, es macht schon Spaß mit denen. Ja. Ja. Schön, dass ihr alle da wart. Ist so schnell gegangen und wir freuen uns, vielleicht kommt ihr bald wieder mit einer anderen Single. Oder vielleicht, wenn ihr den Plattenvertrag bekommt, den ihr vielleicht so in Aussicht habt. War das jetzt eine Einladung? Viel Glück. Ja, natürlich. Ah, cool. Natürlich. Okay, wir werden sie wahrnehmen. Drängt euch an. Und ich bestimmt habt ihr viel mehr Fans gefunden, seitdem ihr hier wart. Weil, das wäre cool. Also alle Giergucker sind voll die Unterstützer. Die Jukebox Heroes of the Week. Blue mit ihrem Song im Sound. Nee, im Besitz des Sounds. Im Sound des Besitzes. Blue sind die Jukebox Heroes of the Week. Sie sitzen neben mir, schön, dass ihr da seid. Hallo. Im Besitz der Sound, so heißt die Single, also der Song halt. Vielen Dank für die Performance auch von gerade. Und für euch, nur so, dass ihr Bescheid wisst, wo ihr euch oder wo ihr hin müsst, wenn ihr auch Jukebox Heroes of the Week mal werden wollt, müsst ihr euch einloggen in die Giga-Community und dann in die Giga-Community einloggen und dann... Genau, runterscrollen und dann seht ihr hier Jukebox Hero, da draufklicken und dann erfahrt ihr viel mehr. Das ist jetzt erstmal unwichtig, denn ihr seid jetzt hier und im Chat fragt ihr Diet Coke, was ihr von Big Brother haltet oder Inselduell und ob ihr bei sowas auch mitmachen würdet, vielleicht als Gruppe zusammen. Also Big Brother finde ich an sich nicht schlecht, es gibt so viele schlechte Stimmen drüber, aber ich finde es eigentlich ziemlich witzig mal zu sehen, wie die Leute miteinander umgehen in dieser Kiste. Ob wir da reingehen würden, also es wird vielleicht eine Zeit lang gut gehen, aber 100 Tage oder wie lange die drin waren, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es aushalten würden, ich weiß es nicht. Würdest du denn auch die Kameras gerne sehen? Also ich meine, würdest du damit umgehen können, dass die ganze Zeit eine Kamera auf dich gerichtet ist? Am Anfang hätte ich vielleicht Probleme damit, aber ich glaube, das hat vielleicht jeder, wenn du Tag und Nacht beobachtet wirst, aber ich denke, das geht mit der Zeit auch weg. Ich glaube auch. Ich weiß auch, ich glaube, man entwickelt dann doch mehr Kräfte und so, besonders wenn es um ein bisschen Geld geht und so, dann kann man das schon irgendwie machen. Saphir, zwei Worte wissen, ob es euch sehr viel Spaß macht, in der Branche zu arbeiten, Showbusiness zu arbeiten, oder ihr gerne noch was anderes machen würdet. Was würdest du denn persönlich gerne noch machen? Also ich persönlich, also ich kann glaube ich auch für alle anderen sprechen, wir würden super gerne Musiker werden. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Traum und wir arbeiten auch dran. Wenn das nicht klappen sollte, sage ich mal so, glaube ich, ist bei den meisten so irgendwas Medienmäßiges angesagt, Internet,
vielleicht irgendwie sowas in der Richtung halt. Ja, die Jobs sind ja zurzeit ziemlich am Boomen, ja. Aber ich wünsche euch natürlich viel Glück mit der Musik. Das steht ja erstmal jetzt im Vordergrund. Baby Love wollte wissen, ob ihr abends auch zusammen weggeht. Der Alex hat gerade schon erzählt, ihr habt alle so verschiedene Musikgeschmäcker. Kann man das auch vereinen abends? Ja gut, also ich meine mal, mit Musik hat das natürlich abends eigentlich weniger zu tun, sag ich mal, außer wenn du halt auf Konzerte gehst. Aber Diskotheken auch eigentlich. Ja, obwohl da auch ziemlich viel Mischmasch gespielt wird, sag ich mal. Aber sonst können wir alle schon gut weggehen. Nur das Problem ist halt, wir sind halt von 16 bis 20 Jahre alt. Und das ist natürlich manchmal schon, dass der eine, sag mal, was früher irgendwo weg muss oder so. Und wir anderen machen halt noch ein bisschen Party oder sowas. Das kriegt man halt nicht unter einen Hut. Ich meine, mit 8 Leuten dann abends immer wegzugehen, hat immer irgendeiner was vor oder so. Es klappt zwar nicht so ganz, aber wir versuchen es halt. Ihr kommt ja auch aus Sinzig und das liegt zwischen Bonn und Koblenz für alle, die das nicht kennen. Genau. Ich kenne das, weil ich ja da in der Nähe zur Schule gegangen bin. Aber da ist ja auch nicht besonders viel los, oder? Kannst du das jetzt hier dementieren, dass da nicht so viel los ist? Ja, doch, es hat mittlerweile eine neue Disco aufgemacht und da ist eigentlich schon mal gut Party zwischendurch. Hallo Barbarossa Keller. ja, sonst gibt es halt viele Sommersportfeste und sowas in der Art halt. Und sonst, wenn man auch ein bisschen Spaß haben will, fährt man auch mal nach Godesberg, Bonn, vielleicht auch Koblenz, Köln, sowas halt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr viele Konzerte in Großstädten habt, dann könnt ihr da auch noch ein bisschen Party machen. Ich meine, in Godesberg und Bonn ist ja auch viel los. Also, ja, wir haben auch in Godesberg schon gespielt. Ach so. Ja, einmal auf einer Schule und einmal auf dem Stadtfest in Godesberg. Das war sehr lustig, muss ich sagen. Godesberg liegt mir ja besonders im Herzen. Aber das ist ja eh egal. Ich bin jetzt nicht wichtig. Ich danke dir, dass du jetzt hier gesessen hast. Ich danke euch, dass ihr alle da wart. Blue, so heißt die Band, und im Internet unter Virtual Violin findet ihr mehr und auch auf ihrer eigenen Homepage www.bluehome.de. Ciao. Tschüss.